Schön, dass ich heute das Interview mit euch führen darf. Ich bin Isabel, mache das Video dann für YouTube und stelle euch jetzt einfach ein paar Fragen. Ja, also das Erste, was ich gerne von euch wissen möchte, ist, wie war der Dreh von Ostwind für euch? Was gab es so ganz besondere Momente? Klar, dass es bestimmt alles sehr schön war, aber so was ganz Besonderes? Also ich glaube, generell war es jetzt ganz besonders, weil es der dritte Teil auch erstmal ist. Also Lea ist ja jetzt sozusagen neu in dem Film. Und ich glaube, es war einfach besonders, dass sich das Team schon kannte und irgendwie alles so vertraut ist. Und ich glaube, das hat Lea auch gemerkt, oder? Voll, ja. Es war echt wie so eine Familie. Und ich glaube, besonders war auch so der Drehort an sich einfach, ja. Das in Spanien war, also in Andalusien war halt heftig. Ja. So, und da gab es dann auch so ganz schöne Momente wie in der Quelle. Das war für mich auch so einer der Tage, obwohl ich ein bisschen krank war. Aber das war einfach so, so ganz zauberhafte Orte, die ja. total toll waren. Genau, wir haben halt in Spanien gedreht und hatten nur schöne Drehorte, Und genau, einmal die Quelle zum Beispiel und ja, das war wundervoll. Es war einfach wie aus einem krassen Film, ja. Ihr habt den Film gedreht. Ja. Ja, also voll. Wenn ihr Ostwind in drei Worten beschreiben könntet, was wären das für welche? Oh. Jetzt will man es gleich so übertreiben. Also Freiheit würde ich ja, Freiheit auf jeden Fall. Atemberaubend auch, gerade beim dritten Teil jetzt, glaube ich. Und Freundschaft. Ja. Okay. Das sind drei gute Worte, glaube ich. Oder? Ja. Boah, Hannah. Ja, sehr schön. Hannah, wir haben uns bei der Premiere vom zweiten Teil ja schon mal gesehen und da hatte ich dich, glaube ich, schon mal gefragt, ob du auch reiten würdest, wenn du die Möglichkeit hättest. Ja. Hat sich das jetzt in den letzten zwei Jahren geändert, dass du sagen würdest, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte und die Zeit, dann würde ich vielleicht auch mehr reiten? Ja, es ist schon schade, dass ich in Berlin wohne, weil ich echt gerne reiten würde. Also gerade nach dem dritten Teil ist mir das nochmal voll bewusst geworden, dass ich das voll, also wirklich richtig gerne mag. Und auch, dass ich jetzt so voll, also mit dem James, der Ostwind, mit dem bin ich diesmal so richtig, also ich habe es richtig gemerkt, diese Verbindung. Also würdest du auch sagen, es hat sich so eine richtige Beziehung zwischen euch aufgebaut. Ja, also jetzt war ich das dritte Mal und es geht jetzt über 5 Jahre. Ich war 13, als ich den ersten Film gedreht habe und jetzt bin ich 18. Es ist schon irgendwie heftig, wenn man sich das mal, und das merkt man halt jetzt auch. Deshalb ist es schon schade, dass ich nicht reiten kann, aber ich wohne halt inmitten von Berlin, es ist echt schwierig. Aber wir haben schon gesagt, wir müssen schon verabreden zum Reiten. Ja. Einfach so in Berlin irgendwo außerhalb ein bisschen und dann. Ja, schön. Was würdest du jetzt sagen, so nach dem dritten Teil? Welcher ist dein persönlicher Lieblingsteil? Oder kannst du das so nicht sagen? Also das Ding ist, dass ich den dritten noch gar nicht gesehen habe. Lea und ich, wir sehen den dritten heute das erste Mal. Richtig, okay. Premiere. Ja, deshalb kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber ich glaube, der wird mir jetzt schon mit am besten gefallen, weil es, glaube ich, schon richtig emotional ist und auch mit den tollen Aufnahmen irgendwie. Ja. Mhm. Ja, ich habe ihn schon gesehen, er ist wirklich schön. So lustig, alle haben ihn gesehen von der Presse und wir so, wir gucken den heute dann. Ich glaube, es wird auch voll traurig dann. Ja. Lea, kanntest du Ostwind auch schon vor Ostwind, bevor du mitgemacht also hast? Also ich komme ja vom Land so ein bisschen auch aus so einer Reitermädchen-Clique. Ich bin auch mal viel geritten und so früher und ich habe den ersten Teil eben auch im Kino gesehen und das war, wir waren dann so voll verzaubert eben von diesem Freiheitsgefühl und so und den zweiten habe ich dann auch geschaut und deswegen ist es total lustig, dass ich jetzt irgendwie beim dritten dabei bin. Weil ich das auch noch so als Reitermädchen geguckt habe. Ja, schön. Wie ist es so für dich gewesen, als Set dazuzukommen? Habt ihr irgendwie sowas wie eine kleine Klassenfahrt gemacht, um euch alle irgendwie kennenzulernen, für die jetzt auch so dann neu dazugekommen sind? Oder habt ihr einfach angefangen zu drehen? Einfach, also ihr habt ja schon ein bisschen vorher geprobt. Ich war da noch genau, in einem anderen Projekt. Eigentlich hatten wir immer eine Probewoche. Also wir hatten so 2 Probewochen. Und da warst du aber noch ganz genau, weil da habe ich nämlich gerade noch Bibi und Tina gedreht habe und ich kam dann halt da später dazu. Aber diese Familie Ostwind, also dieses Filmset ist halt, die sind total offen alle und es war wirklich eine schöne Atmosphäre und man brauchte gar nicht sowas wie irgendwie reinkommen, weil man wurde einfach gleich mit offenen Armen angenommen und dann war ich ja auch immer sehr viel mit dabei. Dann haben Hannah und ich noch irgendwie in der gleichen Ferienanlagenwohnung gewohnt. Ja, also, ja schön. Also dieses Mal dadurch, dass es halt eben auch so ein Reiseproduktion war, war es halt so, dass man total eng ist. Alle sind ziemlich in den gleichen Hotels. Genau. Und man hat zusammen irgendwie Sachen sich angeguckt am Wochenende. Mhm. Also man war wirklich voll eng aneinander die ganze Zeit. Es war wirklich schön. Ja, echt. Ja, schön. Du hast ja gesagt, dass du auch früher schon geritten bist. Mhm. Konntest du dann auch bei Ostwind selbst mehr Reitszenen übernehmen oder wurde da auch viel gedubbelt? Also es wurde auch noch viel gedubbelt. Gerade alles, was dann so in die Galopprichtung geht, wurde halt einfach versicherungstechnisch dann gemacht. Es war dann immer so, Hannah und ich so, komm! Können wir selber machen? Komm! Dann immer alle so entspannt euch, Kinder. Ihr dürft nicht. Aber
Doch, also ich durfte schon relativ viel reiten und das Galopp war auch schön. Halt nicht. Genau, das war mal ein bisschen schade, aber ja. Ansonsten hatten wir zum Beispiel unsere Szene da übers Feld, das war so, oder als wir da hochgeritten sind im Berg, das war cool, das war so mein Lieblingsreitding. Und dann immer selber runter, nein, wir bringen die Pferde selber runter und so, also das war schon cool, ja. Okay, wie war es jetzt für dich nach Bibi und Tina bei Ostwind mitzumachen, so gleich im nächsten Pferdefilm? Mhm. Bibi und Tina und Ostwind sind pferdeschwerpunktmäßig ganz anders. Also es geht bei Bibi und Tina natürlich, da sind die Pferde auch total zentral und wichtig, aber gerade im vierten Teil gar nicht mehr so. Da war das ganze Flüchtlingsfluchtthema zumindest auch für meine Rolle viel größer. Und hier bei Ostwind ist es schon sehr zentriert auf die Pferde. Also da geht es einfach sehr um die Pferde und ging um diese Hofgeschichte. Und von daher waren das für mich zwei ganz verschiedene Schwerpunkte. Sind irgendwie. Ja auch zwei Filme, die zwar aus dem Fernsehen schon haben, aber was ganz anderes sagen wollen. Genau. Das ist so das. Ja. Also Ostwind versucht ja ganz dolle, das mit dieser Freiheit einem nahezubringen und diesen dass man Pferde andere anders behandeln sollte. Also einen ganz anderen Umgang sozusagen den Menschen nahebringen will. Und ich glaube, dass das auch Ostwind so besonders macht, weil es so. Ja, ich habe es halt auch so gelernt, das Reiten. Mhm. Ja, und das ist einfach was anderes und ist viel schöner und ich finde es gut, dass ein Film gemacht wird, der versucht, das anderen auch nahezubringen. Mhm. Ja, finde ich auch. Was würdet ihr jetzt so sagen, was ist eure Lieblingsdisziplin im Reiten? Könnt ihr da irgendwas sagen? Also ich finde Bodenarbeit schon schön. Ja. Also einfach so. Ich reite auch total gerne einfach aus, so mit dem Pferd, aber da auch einfach so über die Stoppelfelder pesen so. Vollgas. Genau, aber gerade Bodenarbeit, um auch so ein Pferd irgendwie näher zu kommen. Ich weiß auch, als ich das Reiten gelernt habe, haben wir auch ich glaube, die ersten 2-3 Stunden nur Bodenarbeit gemacht, damit man erstmal das Pferd kennenlernt und sich nicht einfach raufsetzt und los geht's. Und bei der Bodenarbeit merkst du wirklich, da kriegst du wirklich ein richtiges Gespür fürs Pferd. Mhm. Ja, ich glaube, das mag ich auch immer. Mhm. Schön. Wie war es für euch so, mit den Pferden in diesen Traumkulissen so zu drehen? Also ich sag mal so, ich als Pferdemädchen würde mir denken, ach wie schön, ich will auch gerade so an der Quelle, im Wasser oder über die Felder. Wie war das so, da mit den Pferden zu drehen? Oder auch die Szene auf dem Boot? So mit Pferd auf dem Boot kann man sich ja irgendwie auch schwer vorstellen irgendwie. Genau, also wir hatten eben einmal diese Quelle und bei der Quelle hatten wir auch die Pferdeherde, die Wildpferde. Mhm. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Also da steht man dann schon so da und sagt sich, oh schön, dass ich das machen darf, auf jeden Fall. Und das mit dem Boot und dem Pferd, also als wir da zusammen am Anfang auf dem Schiff sind, das war gar nicht, also das war ein langer Drehtag, wir waren den ganzen Tag auf dem Schiff. Und es war ganz lustig, aber es war auch echt anstrengend. Also den ganzen Tag auf diesem Boot und das Pferd. Und man will eigentlich auch das Pferd lieber auf dem normalen Boden sehen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Also ich hatte irgendwie in Spanien immer das Gefühl, die Kulisse war schon so, die war schon so einladend für das ganze Reiten. Also ich habe gerade diese ganzen Wildpferdsachen gar nicht so mitgemacht. Und da war ich dann immer so, Mann, ich will auch umringt von den Pferden und mich einfach auf den Rücken schwingen und so weiter reiten. Es ist halt, es ist auch so dieser Spirit, was Andalusien da irgendwie ausmacht. So. Mhm, ja, schön. Gerade so mit den Wildpferden hat das immer alles so funktioniert. Man kann sich das so schwer vorstellen. So viel, doch in Klammern, wilde Pferde irgendwie auf einem Haufen. Ist da auch mal eins abgehauen oder hat das schon alles so gut funktioniert? Also wir hatten regelmäßig Pferde, die wir wieder einfangen mussten, natürlich. Okay. Weil wir halt auch so krasse Drehorte hatten, wo es einfach ewig weit ging. An sich hat es echt richtig gut funktioniert. Also wir haben halt ein richtig gutes Pferdeteam und deshalb hatten wir zum Glück nie nichts Schlimmes. Also beim zweiten Teil hatten wir einmal, wo eine ganze Herde weg war. Okay. Aber die haben wir dann alle auch irgendwie so ein paar Kilometer weiter auf einer Wiese grasen gefunden. Ja, also deshalb, es hat alles immer super funktioniert. Okay. Schön, gab es sonst irgendwelche lustigen Pannen oder so beim Drehen? Das ist so lustig, das ist so eine Frage. Die Frage wird immer gestellt. Und dann ist man weiß nicht, es passiert jeden Tag irgendeine lustige Panne. Ja. Und ich kann dann immer nicht, mir fällt da nicht immer... Ist irgendjemand vom Pferd gefallen oder so? Gerade auch so dieses Rennen nach Orma, als das gedreht wurde, habe ich mir gedacht, oh Gott, wie die wild. Die sind so abgepisst. Ja, und das habe ich mir auch gedacht, wenn da was passiert. Das war wirklich, ey, die sind aber wenn da was passiert wäre, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht so eine lustige Panne. Nee, das meine ich jetzt auch nicht dazu, aber... Nee, also das war schon, das waren dann, aber das waren auch richtig Spanier dann teilweise, die da
die Komparsen mitgemacht haben, die krasse Pferde hatten. Ja. Dann auch so ein Pferd, das war in der zweiten Reihe, das war ein bisschen nervös, das die ganze Zeit rumgetanzt hat. So. Dann hatte den Kopf aber auch so ran, also es ist richtig spanischen Schritt irgendwie gelaufen, oder wie das heißt. Mhm. Und, ja. Okay. Ja, aber gut, dass da nichts passiert ist. Ja, das habe ich mir auch beim Anschauen gedacht. Ja, da ist alles gut gegangen. Ja. Wie kennt sie das auch? Krass. Ja. Sie hat mal ein Pferd geritten und da war es so. Okay. War echt wild. Ja, klar, die waren richtig. James ist immer der schnellste. Schnell. James, der Ostwind. Ja. Der ist halt echt schon alt, der ist jetzt schon 20. Okay. Und der ist immer der schnellste. Er ist immer der schnellste. Das ist so krass. Ja. Der gibt alles. Ja, das ist echt krass. Ja, schön. Der alte Mann. Wer von euch beiden würde eher irgendwie in einer Szene, die gedreht wird, anfangen zu lachen und irgendwie so, sag mal so, die Szene crashen? Also ich lach auch richtig schnell, aber Lea ist krasser. Ich lach richtig schnell? Ja. Aber crash ich die dann? Ist es immer davor, ist bei mir immer ganz schlimm. Ja, Lea kann sich besser zusammenreißen dann. Wenn ich einmal im Lachen bin, dann ist es schwierig. Aber wir hatten schon so ein paar Momente, wo es dann so kurz vor der Szene war, so haben wir noch irgendwie Spaß irgendwie, keine Ahnung, gemacht und dann so in der Szene so, ja. Könnt ihr euch dann auch irgendwie zusammenreißen oder dürft ihr dann auch improvisieren irgendwie oder müsst ihr euch wirklich so genau an den Text halten? Also wir haben unser Drehbuch natürlich. Mhm. Und mit Katja zusammen kann man gut dann irgendwie noch was selbst reinbringen in den Text. Wenn man zum Beispiel eine Textstelle hat, die man so nicht sagen wird, wo man so merkt, oh, nee, so würde ich das jetzt überhaupt gar nicht sagen, so, dann kann man mit Katja richtig gut da sozusagen zusammenarbeiten und dann kann man auch mal was ändern. Aber grundsätzlich können wir nicht improvisieren. Ja. Also wir haben unseren Text und wir müssen sagen. Obwohl Katja schon sehr auf Momente eingeht und einem viel Zeit gibt, sehr auf die Schauspieler eingibt. Also da viel Spielraum, das zu entwickeln und sich Dinge anzuschauen. So. Okay, ja, schön. Wie sieht denn jetzt heute, wenn ihr es sagen würdet, so euer Alltag aus? Voll mit Schauspielerei oder irgendwie besondere Essen, Projekte? Klamotten. Also mein Alltag ist ganz normal. Also bei mir hat sich gar nichts verändert. Ich bin die Zeit weg, in der ich drehe und sonst führe ich mein Leben, so wie es ist. Ja, also bei mir ist es auch so, mein normaler Alltag ist schon sehr normal. Bei mir ist Situation noch mal ein bisschen anders, weil ich ja eigentlich auf dem Land in Schleswig-Holstein wohne, aber jetzt halt gerade so nach Berlin umziehen, ist dann immer so ein Wochenendding und es gibt dann auch mal so Tage, wo dann, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, Fashion Week oder irgendwas ist, das ist dann halt natürlich nicht normal, aber das ist auch immer noch sehr eingedämpft oder mal ein Casting, aber das ist dann halt, das hast du einmal, keine Ahnung, im Monat, in der Woche, was weiß ich, kommt immer drauf an und dann ist alles ganz normal. Gibt es jetzt besondere Projekte in Zukunft, in naher Zukunft, auf die wir uns von euch freuen dürfen? Ja, Hannah und ich drehen Agenten-Thriller. Haben wir schon abgesagt, ne? Haben wir schon zugesagt. Nein. Also bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Okay. Müssen wir mal gucken. Kommt bestimmt ganz schnell das nächste. Ja, hoffen wir. Ja. Würdet ihr euch jetzt auch noch einen vierten Teil von Ostwind wünschen? Ja. Ja. Ostwind, das Baby! Ja. Würde noch mal eine neue Geschichte geben, ne? Irgendwas mit dem Baby. Ja, wir wissen es halt nicht selber. Das ist immer so das Lustige. Ja. Also, aber gibt es einen vierten Teil? Das weiß ich nicht. Das wussten wir auch beim ersten, beim zweiten und beim dritten. Also man weiß es nicht. Ich habe auch so ein bisschen meine Follower und so gefragt, was würdet ihr euch für Fragen wünschen? Und das war die am häufigsten gestellteste Frage. Gibt es einen vierten Teil? Gibt es einen vierten Teil? Wird das vierte Buch auch verfilmt? Ja, aber man begibt sich dann bei Ostwind, glaube ich, sehr oft in so Filmgeschichten, wo es mehrere gibt. Man begibt sich dann so eine Welt rein und man fiebert so mit und man sieht so eine Entwicklung und das ist immer echt schlimm, wenn das dann zu Ende ist. Man will das immer gar nicht so. Mhm. Also ich weiß auch noch, bei Bibi und Tina, das war auch die häufigste Frage. Gibt es einen fünften Teil, geht's weiter so? Weil man sich einfach wünscht, dass es weitergeht. Ich finde es auch mal traurig, wenn es dann einfach ein Ende hat. Mhm. Auch bei Serien oder so, ja, wenn es einfach vorbei ist. Ja, aber ein schönes Ende. Ist es so, lieber ein schönes Ende und zu früh Schluss machen, als ewig lange zu ziehen und dann ist es kein schönes Ende. Mika bekommt ein Baby. Und dann ist so, wie alt bist du denn geworden jetzt? Ja, stimmt schon. Okay, dann meine letzte Frage an euch, die ihr wahrscheinlich auch immer gestellt bekommt. Warum soll man Ostwind im Kino schauen? Zum Abschluss. Naja, warum soll man Ostwind schauen, wenn man einfach eine Geschichte sehen möchte, die einen mitreißt und die ganz viel Freiheit, ganz viel Freundschaft vermittelt und einfach, wenn man ein schönes, gefühlvolles Kinoerlebnis haben möchte. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Also ich würde genau das Gleiche sagen. Ich finde halt auch einfach, dass Ostwind ein schöner Kinderfilm ist.
einfach ein Kinderfilm, der einen mitreißt, emotional auf jeden Fall. Aber es ist halt auch nicht nur ein Kinderfilm. Ich sehe das so oft, das gucken so Erwachsene auf den Film. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz krass, dieser Spirit, den Katja einfach diesem Film gibt. Ja. Die Bilder und so ein bisschen diese Momente, die sie einfängt. Mhm. Und ich glaube, das schaut man sich einfach gerne an. Ja. Und danach wollen alle reiten. Okay. Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Und alle schauen sich jetzt aus mit dem Kino an. Tschüss.